Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video zeige ich euch einen neuen Weg, um out of map zu kommen. Hierfür braucht ihr erstmal schneller laufen, Juggernaut und rasender Wächter und PhD Slider. Wenn ihr das dann habt, Leute, dann geht hier auf diesen LKW drauf, dann nimmt Anlauf so ein kleines bisschen und slidet dann. Dann fliegt ihr so hoch und danach drückt in der Luft klettern. Klettert hier auch, Leute, springt hier rüber. Von da aus springt ihr hier rüber und nochmal hier rüber und drückt klettern. Dann geht ihr hier entlang, klettert Leute und klettert hier rüber. Und jetzt müsst ihr rennen. Lauft den gleichen Weg wie ich und wenn ihr bei 46 HP seid, aktiviert euren rasenden Wächter, weil sonst stirbt ihr. So, wenn ihr den rasenden Wächter aktiviert habt, dann lauft einfach geradeaus durch. Und wenn ihr dann hier seid, springt hier runter und ihr seid out of map. Das Ganze geht auch ohne dieses Messer. Ich zeige euch jetzt nochmal, wie ihr das ohne diesen Messer machen könnt. Damit ihr auch seht, Leute, dass das ohne diesen Sprungboost von der Sai Nahkampfwaffe geht. Da macht ihr einfach wieder dasselbe. Springt hier rüber. Hier nehmt ihr ein bisschen mehr Anlauf und klettert nochmal in der Luft hier drauf. Von hier aus müsst ihr jetzt wieder hier rüber klettern. Jetzt springt rüber, klettert hier nochmal. Hier über die Mauer. Und bei 46 HP nicht vergessen, den rasenden Wächter zu aktivieren, weil sonst stirbt ihr. Und Leute, was ich vergessen habe zu sagen ist, ihr braucht auch Schild. Weil wenn ihr den rasenden Wächter aktiviert, dann wird euer Leben vom Schild abgezogen und nicht von ganz normalen Lebensanzeige. So, dann geht ihr wieder um die Ecke, springt hier runter und ihr seid out of map und die Zombies versammeln sich hier alle vor euch. Und wenn ihr hier wieder raus wollt, könnt ihr entweder den Ätherschleier benutzen oder ihr springt hier an der Seite runter, so wie ich, und ihr werdet hier wieder raus teleportiert. So, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.